Hallöchen, ihr seht hier irgendwas. So habe ich ein Paket bekommen von dem Groot. Er ist auch ein klein bisschen pissig, weil ich das kein nicht Auspackvideo gemacht habe. Ich mache das jetzt hier im Nachhinein, das Video, weil ich musste reingucken. Es hatte ungewöhnlich geklappert. Das hat ja auch Gründe, wenn das mit der Post hier kommt, dann muss ich ja auch mal gucken, ob das in Ordnung ist oder nicht. So, was ist da drinne? Das zeige ich euch jetzt, was ich bekommen habe. So, erstmal da. Es ist nicht mehr alles drinne, was drinne war. Gucken wir, dass ich jetzt mit dem Licht hier hinkriege. Zweimal so ein Uher-Mikrofon. Ich kann mal eins rausholen. Da steht es auch drauf. Irgendwie mit so. Ja, XLR müsste das sein oder sowas ähnliches. Da steht es auch noch mal. Komm her. Packe ich später ein. Das ist, so, das ist einmal. Da ist noch ein zweites. So, da. Da ist noch ein zweites, das gleiche. Dann einen ganzen Haufen Kleinkram war damit bei. Ich mache das mal so. Eine ISDN-Karte. Da steht es drauf. Was ich jetzt mit der ISDN-Karte anfange, weiß ich auch noch nicht. Ein kleiner Lautsprecher. Dann ein größerer Lautsprecher oder was auch immer das ist. Nagel dran oder sowas. Der war aber nicht so lose in der Kiste. Der war woanders noch mit drin. Der hier war auch drin, lose. Ein Joystick mit so einem neuen Polanschluss. Dazu waren noch drei Kugelmäuse. Die habe ich jetzt aber nicht hier, die habe ich drüben. Ein Kabel. Ist jetzt hier irgendwie per. Naja, ist egal. Aufs Guard und müsste 23 Polys sein. Das ist für ein Amiga. So, dann an dem einen Ende hängt noch Audiokabel dran, Cinch. Ein Cinch-Kabel, ein Floppy-Kabel, gedrehter Anschluss, ein IDE-Kabel. Dann eine Agfa-Matic Pocket-Kamera. Leider habe ich nicht mal eine leere Patrone für die Dinge. Wenn ich eine leere Patrone hätte, könnte ich die eventuell nochmal irgendwie mit 35 mm Film zugeschnitten füllen und mal benutzen. Aber habe ich leider nicht. Dann ein Sony Walkman. Ganz einfaches Gerät. Gucke ich mir mal später irgendwann an. Eine Abstimmung, ein Zeigeinstrument, da steht Abstimmung drauf. Das kann man auch für was anderes benutzen. Dann ein großes Teil, das wollte ich unbedingt haben. Das ist eine VHS-Kamera von Blaupunkt. Vollformat. Da kommen ganze große Kassetten rein, nicht irgendwas Kleines oder sowas. Aber kein Netzteil, nichts dazu. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mir noch mal was basteln. Da muss ich hier für den einen Anschluss da, der da hinten dran ist, was zurecht basteln. Ein Gerät, das zeige ich noch. Hier ist noch ein zweiter Lautsprecher. Lauter Knöppel sind da noch drinne. Kaputtgebrochenes Plastik ist da auch drinne. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Dann, ja, das sind die Schrauben. Ein CD-Player von Denon. Hier steht 20 Bit irgendwas. Weiß ich nicht.
Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass der keinen Digitalausgang hat, dass der nur einen normalen Cinch-Ausgang hat. Naja, gut. Allerdings, und das habe ich auch schon dem Grund geschrieben, war das keine so gute Idee von ihm damals. Er wusste nicht mehr, was es genau war. Aber er hatte die Dinger da drinnen. Und die können hier drinnen rumfliegen. Die waren wirklich lose drinnen. Ich weiß nicht warum. Und ich versuche es zu zeigen. Ich kann es nicht sagen, ob es was wird. Vom Licht her ist es ein bisschen doof. Der ist krumm, der ist krumm. Ich weiß nicht, ob hier was drauf gesteckt hat. Die sind krumm geschlagen. Der ist krumm geschlagen. Hier sind die Transistoren und Dings krumm. Die sind krumm geschlagen. Der ist krumm geschlagen hier. Das war keine gute Idee, da die Dinger reinzupacken. Ich weiß nicht, ob er läuft. Er soll laufen, angeblich. Ich werde ihn mal in die Steckdose stecken und mal schauen, ob er ein Zeichen von sich gibt. Kann es nicht sagen. Es soll ein Problem sein hier mit der Schublade, dass die nicht mehr richtig aufgeht oder was. Muss ich mal gucken. Aber das war jetzt so im Großen und Ganzen, was ich da von ihm gekriegt habe. Noch einen ganzen Haufen Kugelschreiber, die habe ich aber schon längst draußen. Aber das war's so, das habe ich gekriegt und da sage ich auch danke, auch wenn du ein bisschen pissig bist, weil das Video noch nicht kam und ich noch kein direktes Auspackvideo gemacht habe. Aber das Video mache ich ja, habe ich dir ja gesagt und damit habe ich das jetzt auch getan. Ich sage ja auch Dankeschön, ist ja kein Problem, das weißt du auch, dass ich da dankbar bin für. Gut. Vielleicht find ich nochmal irgendwas für Video oder Stream dabei, was ich da noch machen kann, zum Beispiel den Walkman und die Kamera vielleicht noch mal. Ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Aber das war's so im Großen und Ganzen. Viel Papier und so weiter ist klar. Nur eben, das ist hier angekommen und es hat ja sehr verdächtig geklappert. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es nicht finden können. Es war soweit nichts beschädigt, außer dass die Lautsprecher da in dem CD-Player drin sind. Er sagte, es ist was da drin, aber dass das Lautsprecher sind, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja, gut. Soll es bis hierhin gewesen sein. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.